Es wird Zeit. Islamhasser hier, Islamhasser da. Doch jetzt wird es Zeit, dass Gassam auf die Islamhasser oder auf einige von ihnen und ihren Videos reagiert. Aber kurz zur Info, bevor es anfängt. Link oben in der Videobeschreibung und hier oben und am Ende des Videos. Einfach unseren Ersatzkanal abonnieren. Dazu gibt es noch eine wichtige Information und einen Wettbewerb zwischen mir und euch am Ende des Videos. Deswegen abonniert jetzt den Kanal oder am Ende des Videos. Viel Spaß. Warte. Ermorden die Menschen in Paris? Ja, es gab den einen oder anderen eventuell, der etwas gemacht hat in Paris, was nicht islamisch ist. Sagen wir auch, es ist nicht islamisch, was da geschehen ist. Aber fragen wir mal Frankreich. Haben ca. 1,5 Millionen Algerier abgeschlachtet. Machen wir mal weiter. Und das kann doch auch nicht okay sein, oder? Eine Frechheit? Warum? Warum eine Frechheit? Wir wollen dir doch das Wissen ans Herz legen. Dann weißt du selbst, dass wir nichts mit diesen Terroranschlägen zu tun haben. Tagtäglich werden aufgrund dieses Buches die Menschen getötet werden. Ermordet werden. Achso, deswegen. Wegen dem Buch, wegen der ungefähren Übersetzung vom Koran. Naja, ich meine, aber deswegen gab es ja keinen Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Oder auch angebliche Menschenvernichtungswaffen in Irak, wo über 500.000 Menschen abgeschlachtet wurden, oder? Der hat einen Kaugummi. Ey, ich habe jetzt Lust auf Kaugummi. Was hat das mit damit zu tun? Das ist das Buch des Bösen, das Buch des Todes. Ach so. Bilal, bist du jetzt mal ruhig? Das ist eine Frechheit, sowas. Ich bin so sauer auf euch. Ja. Wirklich? Wieso messen Sie das? Täglich werden Leute ermordet wegen diesem Buch. Nimm dir ein. Die Hälfte ist ein bisschen schwackel und die zweite Hälfte ist Mord und Totschlag. Ja. Das ist eine Unfall. Dann beweis es mir mal. Nimm dir einen betrunkenen Fahrer. Hätte schon ein Schild genommen. Hat er Hunger oder so? Ich glaube, er hat Hunger. Die sind auf der Kann sein, ich weiß nicht. Der Islam ist die Wahrheit und wir werden gewinnen. Yes. Das ist nicht die Wahrheit. Doch. Die Lüge ist einfach, das ist der größte Quatsch aller Zeiten. Der Islam ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, das ist der größte Quatsch weg. Achso, dann liest doch mal. Lass dich überzeugen. Moment haben Sie. Mensch. Das ist eine Unverschämtheit, sowas. Das ist eine Unverschämtheit, dass Sie sich hier sowas trauen. Das bilden Sie sich ja nicht ein. Was ich mir einbilde? Bin ich ein Sack oder was? Ich fahre in der U-Bahn und muss so bilden Sie sich eigentlich ein. Ja, schön. Sie sind doch Deutscher, oder nicht? Ich bin Deutscher, aber Sie haben 6 Millionen Juden vergast. Oh. Ja, wollen Sie mir was anhängen, dass ich das gestern in Paris war? War ich das? Ganz einfach. Nein. Waren Sie das mit den Juden? Richtig. Nein. Wenn du es nicht mit den Juden warst. Und das glaube ich dir. Warum sagst du dann, dass wir mit dem oder mit der Sache zu tun haben? Wir stehen, unsere Geschwister stehen, um den Leuten zu zeigen, was die Wahrheit ist. Und dass wir nichts mit diesen Anschlägen zu tun haben. Gehen Sie einfach weiter, Sie sind einfach unglücklich. Hör mal auf jetzt, machen wir das zweite Video. Ich habe seit dem 11. September, und ich schäme mich, das zu sagen, einen Hass auf Muslime entwickelt. Und zwar einen tiefen, einen frischen. Obwohl der 11. September gar nicht von den Muslimen war. Los mit dir! Wir sind Kanaken? Ist doch viele Deutsche, die Muslime sind. Warum Hass auf die Muslime? Wie viele Leute, Insider, die gesagt haben, dass der 11. September ein geplanter Anschlag ist, und das ist eine legitime Meinung, die man vertreten darf und die ich auf jeden Fall vertrete. Also ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Wenn in der Moschee jemand ein Zeichen gibt, dann gehen die alle los mit Messern und Säbeln. Was? Wo haben Sie das gehört? Ja? Das habe ich hier gehört heute von jemand. Ich bin selber Deutscher mit Migrationshintergrund, mit arabischem Hintergrund. Haben Sie dann Angst vor mir? Ach. Nein, auf keinen Fall. Sie sind ja hier integriert. Ach so. Was heißt denn integriert? Ah, ja. Integriert, Sie sind ja, ja die Kultur hier annehmen von Deutschland. Wie sehen Sie das mir an? Ja,
ich merke das. Was für ein Lügner. Da brauchen wir bloß den Koran lesen. Ich habe ihn zum Teil gelesen. Mhm. Was haben Sie dann im Koran gelesen? Ja, was werde ich dort gelesen haben? Da äußere ich mich jetzt nicht dazu. Wie gesagt, ich habe ihn zum Teil gelesen. Ach so, so läuft das Spiel also. Also tun, als hätte man etwas von der ungefähren Übersetzung gelesen, meint er wohl. Und dann erstmal den Marker spielen lassen und dann irgendwie sagen, ja, ich äußere mich nicht dazu. Ah, warum stehst du da? Warum stehst du da, wenn du dich nicht äußern kannst? Immer diese Lügner. So leicht werden sie enthaft. Fangen wir weiter. 1000 Jahre keine Propheten. Oh nee, die holen mich schon wieder. Bitte, es gibt nur einen Gott. Ja, es gibt keinen Gott außer Allah. Mit diesem Quatsch. Die ganze Welt ist... So viel Bildzeitung lesen, also das denke ich auf jeden Fall hier. Eine Welt, ein Gott, ein Universum und so viel. Na. Genau, wir sind alle so Kinder Adams, richtig. Und Allah ist unser Schöpfer. Das war's, liebe Geschwister im Islam, aber, es gibt da noch einen Wettbewerb zwischen mir und euch. Wie ihr wisst, haben wir jetzt eine Ersatzseite, Muslimfakten. Falls dieser Kanal irgendwann Probleme haben sollte oder so, können wir direkt dort weitermachen mit der Dawa. Und unabhängig davon werde ich dort auf jeden Fall andere Sachen machen, inshallah ta'ala, in Zukunft, die es hier gar nicht gibt, die es gar nicht in Deutschland gab. Deswegen ein Wettbewerb. Wir haben, glaube ich, jetzt über 400 Abonnenten dort. Okay. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann habt ihr eine Woche Zeit, dass ihr ab heute eine Woche auf dem Kanal die 2000 Abonnenten zu erreichen, dann kriegt ihr einen zweiten Teil. Schafft ihr 3000 Abonnenten und ich denke, inshallah, ich schaffe das ganz locker, dann gibt es direkt auch noch einen dritten Teil und ihr habt zwei Wochen, wenn ihr die 5000 Abonnenten erreicht dort, dann gibt es ein wunderschönes Geschenk und zwar werde ich einen ganzen Tag aufnehmen, einen ganzen schönen Vlog oder so, wie man ihn nennt, machen, wie so mein Alltag ist, wie so der Alltag eines Muslims sein sollte, vom Fajr-Gebet bis zum Isha-Gebet und auch was dazwischen passiert und Gebet und so weiter und so fort. Bleibt dabei, abonniert auch den Kanal, Link oben in der Beschreibung, abonniert auch ihn. Like das Video und kommentiert es mit Hashtag Islamreaktion, Hashtag der Islam verbindet. Teilt das Video viral und so schafft ihr auch inshallah ta'ala die Zahlen locker. Salamu alaikum. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.